So, willkommen zum nächsten Mal. Wer die Anspielung versteht, der hat die letzte Folge geguckt. Nein, willkommen zurück zu Ni No Kuni 2. Wir sind gerade hier in dem Lager und ich habe ja jetzt den neuen Koch, deswegen können wir gleich mal den anquatschen und mal gucken, was der so zu sagen hat. So. Hallo. Arigatou gozaimasu. Majestät, vielen Dank, dass ihr mich zu eurem Hofkoch ernannt habt. Ihr werdet es nicht bereuen, das verspreche ich. Ich biete einen ganz besonderen Kochservice an. Bringt mir einfach ein paar gute Zutaten und ich zaubere daraus ein leckeres... daraus die leckersten Gerichte. Nahrungsaufnahme dient nicht nur zur Sättigung, es erfüllt einem... Es erfüllt einen mit Kraft und macht den Körper klar, Kopf klar. Ja, ich habe heute irgendwie... Ne, verhaspel mich so ein wenig. Ein gutes Essen hat allerlei positive Effekte auf Körper und Geist. Solltet ihr in den Besitz eines seltenen Rezepts kommen... Wäre es mir eine große Freude, es für euch zuzubereiten. Am besten bringt ihr auch gleich die nötigen Zutaten mit, damit ich sofort loslegen kann. Aber bitte denkt daran, dass ich noch in der Lehre bin und besonders schwierige Gerichte noch nicht kochen kann. Doch ich werde hart an mir arbeiten, sodass ich im Nu besser werde. Ich muss nur viel Erfahrung sammeln, dann sollten auch schwere Rezepte kein Problem für mich darstellen. Übrigens, wenn ich ein neues Gericht gekocht habe, könnt ihr es mir in Zukunft auch direkt abkaufen. Dann braucht ihr mir auch keine Zutaten mitzubringen. Ich kümmere mich selbst darum. Das ist erstmal einmal alles, was es zu meinem Kochservice zu erzählen gibt. Danke für eure Geduld. Ich freue mich schon darauf, euch mit meinen Kochkünsten zu verwöhnen. Falls ihr die Erklärung zu meinem Kochservice noch einmal hören möchtet, könnt ihr mich jederzeit ansprechen. Also Majestät, knurrt das königliche Bäuchlein schon? Herzlich willkommen, Majestät. Was darf ich euch heute bringen? Ich koche? Lieber kaufen. Ah, kochen. Kann ich schon was kochen? Habe ich? Ja, Hefebrötchen. Ja, dann bereite einmal zu, ne? Okay. Abwehr plus und macht ein bisschen satt. 2 Minuten. Jetzt kann ich das kaufen, oder was? Hefebrötchen, ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich Rezepte herbekomme. Arigatou gozaimashita. Schauen wir mal. Hier, ich könnte jetzt theoretisch auch noch Waffen kaufen, ja, aber wollen wir nicht, ne? Passt ja. So, und dann gehen wir jetzt zurück zur unendlichen Heide. Oder die zu den unendlichen Heiden. Heide! Und ich habe noch nicht gegrindet. Mach ich dann beim nächsten Mal. Ich nehme die Folge jetzt genau nach der anderen auf. Nein, böse. Aus. Oh, er hat mich erwischt. Scheiße. Gut, dann fangen wir erstmal mit dem Kampf an. Oh, was ist denn das für ein Viech? Ich habe, wie gesagt, keine Waffen gekauft, weil ich denke mir, hey, weißt du, wir kommen jetzt in eine neue Stadt, da gibt es bestimmt besseren Stuff. Habe ich irgendwas, was profitiert? Oh, was ist das? Alter, warte, ich könnte mal klauen. Wie, konnte es nichts berauben? Okay. Passt. So, alles einsammeln und dann gehen wir jetzt in die Stadt. Bitte diesmal Stadt und nicht mich angreifen. Ne? Wäre sehr schön. Komme ich da irgendwie hoch zu dieser Truhe? Nein, aber er kommt runter. Willst du mich verkackeiern? Geh weg! Oh, fuck. What the hell? Oh, lol. Gamarone. Nein, ich will den anderen verfolgen. Genau, den da. Triff doch jetzt. Aua. Ich werde ihn wahrscheinlich wieder nicht hinbekommen. Du bist zu schnell, du dummes Viech. Will er wieder verschwinden? Hör mal auf jetzt. Okay, er ist weg. Ich bin zu schwach für die. Wie sie aussieht. Was war das denn? Erwachen? Ach, diese Kugel. Ich war kurz erwacht. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Och nein. Meine Fresse. Keinen Schritt kann man machen, ohne hier blässig zu werden. Diese komische gelbe Kugel hat mich erwachen lassen. Okay. Gut zu wissen. Oh, nein, nein, nein. Böse, böse. Aua. Aber wir sind noch nicht voll. Machen wir mal das.
Was ist denn das? Einfach so ein kleiner Schlag, der alle wegstößt? Alter, 126 Schaden, alles klar. Da war wieder so eine gelbe Kugel. Okay, irgend so eine gelbe Kugel muss ich einsammeln, um zu erwachen. Dann mache ich wahrscheinlich besonders viel Schaden oder so? Ich habe keine Ahnung. Komme ich da auch hoch? Bitte? Oh! Komm, die Gegner sind auch runtergekommen. Vielleicht von da, da. Okay. Die Truhe will ich auf jeden Fall noch mit... Oh, da hinten ist auch noch eine Truhe. Truhe. Gib mir die Truhen. I need it. Leute haben wir... Weiß nicht. In den letzten Tagen lief es eigentlich ganz gut und jetzt habe ich echt Probleme mit den FPS teilweise mit dem Spiel. Habe ich schon in der letzten Folge rumgeheult, aber... Ist halt so. Scharfe Nudeln. Scharfe Nudeln. Das ist lecker. So, Goldorado, die Stadt des Glücksspiels. Das Las Vegas von Ni no Kuni 2. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Oh. Ah. Oh. Huh? Wow. Es ist wirklich genauso protzig, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Na. Ja, ist schon so mittelschick, würde ich sagen. Oh. In diesem Land gibt es stattliche Casinos. Das lockt die Touristen an, wie Mist die fliegen. Oh, interessant. Staatliche Casinos. Oh, ich habe stattlich gelesen. Staatliche. Lasst uns auf gut Glück einfach direkt zu Sixtinius gehen. Wenn das nichts bringt, überlegen wir weiter. Okay, vielleicht lässt er sich ja überzeugen, dass er mit dem Wald zu weit gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir nach ihm suchen sollen. Nee. Also, wenn ich hier König wäre, würde ich bestimmt in diesem Schlossdings da oben wohnen. Und das oberste Orakel ist doch im Grunde genommen der König dieses Landes. Yes. Ja. Gute Idee. Versuchen wir es zunächst dort. Gute Idee, Shanti. Du kommst zwar manchmal ein bisschen blöd rüber, aber du bist eigentlich ganz schlau. Sie ist halt unter Luftpiraten groß geworden. Was ist das denn? Igelmann? Das ist ein Maus, oder? Hä? Pinchar. Du hast echt Mumm, mich den stärksten und respektiertlichsten Leibwächter in Goldorado anzusprechen, obwohl du eigentlich nicht gerade mutig aussiehst. Wie wäre es, werden mein Schützling und ich bringen dich groß raus. Was? Okay. Keine Ahnung. Wir nehmen erstmal hier was mit. Sahne. Vom Boden. Meine Lieblingssahne. Und ein schlichtes Band. Ja, okay. Also sieht echt nice aus. Zumindest die Pforte, ja. Ich muss mal weiter drin gucken. Was mich da noch... Oh. Lady! Hey, Baby! Bist du ein Hund? Nee, sie ist auch so ein Katzending, oder? Anna? Abgeklärte junge Frau. Oh, ist die eine... Nutte? Oh, ich hab's aus Versehen weggedrückt. Willkommen in Goldorado, Kleiner. Ich wünsche dir viel Spaß hier. Das am Ende war ein Küsschen. Hier gibt es irgendwas zu essen. Vielleicht kriegen wir hier auch Rezepte. Genau. Genau. Willkommen in Malkau. Was darf es heute sein? Nö. Nusswunder. Alter. Vierter Boss. Was? 4800, alter Schwede. Nee. Alles klar. Kommen dir noch was dazu? Nein. Komm vorbei, falls dir die Magen knurrt. Ja. Boah, nicht das lecker! Ja, da kommt mir gleich auch der Magen. Kupferwolle. Okay. Ja, Waffen. Wollte ich sowieso gerade mal gucken. Mal gucken, was die Preise so sagen, ja, ne? Sei. Ach, Schießbude? Was? Ach so, weil er Bögen und sowas und Gewehre verkauft. Okay. Willkommen in der Schießbude. Womit kann ich Ihnen dienen? Das sieht mir nicht wirklich nach einem Gewehr aus. Aber ich lasse es dir nochmal durchgehen. Das ist überall besser. Ich müsste das alles kaufen. Also das ist wirklich unglaublich stärker. Die Axt, Alter. Ja gut, plus 65, ja. Ja. Der Bogen ist nicht so toll, die Hornisse nicht, die Tunika ist auch, ja, Magieabwehr halt. Seidenslipper, die werden für jeden besser.
Alter Schwede, ich muss so viel Geld hier theoretisch lassen. Aber weil ich gerade mit der netten Dame hier spiele, würde ich sagen, kaufen wir ihr mal noch eine Chromlanze wenigstens. Die Alabasterlanze kann ich ja noch da lassen. Und den anderen Typis kaufen wir auf jeden Fall mal so ein Schwert. Feenglorie. Ja, da sind die DLC-Waffen gar nicht mehr so gut. So, nochmal ein Chromschwert. Ich bin bald pleite. Auf jeden Fall für das da. Was, der gibt einfach Abwehr und Feuerschaden plus. Und das Ding Feuerresistenz und gibt Magieabwehr. Okay, ich würde sagen, wir nehmen dann noch solche Slipper. Einmal, ich kann mir sowieso nicht mehr leisten. Ich bin pleite. Ja, kommt aber durchs Grinden dann. Also, dass man da mehr hat. Und was heißt die Zahl da neben dem, also was dieser Stern neben den rechts, neben den Ausrüstungsdingern mit der 4 und der 10 und 2, was soll das heißen? Keine Ahnung. Muss ich mich sogar am Bart kratzen. Hört man das? Kratzen am Bart. Okay. Ja, passt. Tschüss. Nein. Tschüss. Verkaufen machen wir dann irgendwann mal anders. Ich bin jetzt gerade blank. Ich kann jetzt, ne? Nix Kohle mehr. Nix. Ein Teleporter. Sehr schön. So, hier können wir schlafen. Das bringt mir nichts. Da hinten war noch so ein Gemischthändler. Genau, zu dem will ich jetzt auch mal. Und ich muss sagen, eigentlich nur das Innere ist schön. Außen ist gar nicht so schön. So, Gemischtwarenhändler. Wo bist du? Ich bin schon vorbei. Da ist er. Sie. Willkommen in meinen Tante Aenzian-Laden. Suchst du etwas Bestimmtes? Keine Ahnung. Unendliche Heiden. Achso, das ist eine Zutat zum Essen. Oh, aber die findet man ja sogar hier. Ja, dann nein. Nein, passt schon. Dann gehen wir mal zu... Ich habe schon wieder den Namen von dem Typen vergessen. Das Orakel. Ja, das oberste Orakel. So nenne ich ihn einfach. So, gucken wir mal. Also ich muss sagen, es gibt hier zwar viele Charaktere, aber nicht wirklich jemand, mit dem man reden will oder muss. Ist ein bisschen schade, dass es halt nicht so Nebenquests oder sowas gibt. Vielleicht gibt es auch welche und ich laufe einfach an den Leuten vorbei. Kann auch sein. Oder vielleicht kommt das ja auch Knobelerbse erst später. Ja, gehen wir dann nach oben. Schlafen wollen wir nicht, heilen brauchen wir nicht. Ja, aber es ist ja nur heilen. Man kann ja nicht mal speichern beim Schlafen. So, Kieselstein. Wir brauchen noch einen Schmied für mein Lager, fällt mir ein. Das muss das Casino sein, das ist ja ganz schön groß. Oh. Hey, lass uns mal auf den Sprung rein, wenn wir nach... Okay. Ich schaff's noch immer nicht. Es ist zu schnell. Oh, brandgefährlich Chili. Will ich ins Casino? Ja, komm. Einfach nur ums... Oh ja, jetzt kann ich nicht mal da rein. What the hell? Okay, der hat auch gesagt, wenn wir gerade fertig sind, dann später. Aber wir müssen auf jeden Fall noch ins Casino. Merkt euch das. Ja, Casino, merken. So, wir kommen wahrscheinlich sowieso nicht bei dem Typen rein. Wir sagen jetzt, hey, du darfst hier nicht rein, verpiss dich. Nicht so, alles klar. Scheiß sowas. Ja, da stehen auch schon Leute an. Oder? Nee, die stehen gar nicht an. Was ist denn hier los? Scheint ein Fest oder so zu sein. Oh, Hundemenschen. Gibt's auch. Ja. Gleich bekommt ihr was zu sehen. Der große Kubikus bestimmt die Steuerrate für diesen Monat. Was? Echt? Wenn der Wuffel auf der 1 landet, werden die Steuern für diesen Monat gestrichen. Hä? Sogar die Steuern sind ein Glücksspiel. What the fuck? Wie? Keine Steuern? Allerdings hätten wir jetzt schon zweimal nacheinander eine 6. Ui. Oh. Was bedeutet eine 6? Bei einer 6 werden die Steuern versechsfacht. Alter. Versechsfacht? Haben die Leute denn überhaupt noch genug Geld zum Leben? Die wenigsten haben genug Geld, aber das ist nun mal Schicksal. Hoffen wir, dass wir diesen Monat eine 1 bekommen. Es wird wahrscheinlich wieder eine 6. Der spielt gerade mit gezinkten Karten, würde ich mal sagen. Mit einem Würfel die Besteuerung der Bürger zu bestimmen, ist doch absurd.
Hm? Findest du? Man könnte sie natürlich bestimmen wie alle anderen Länder auch, aber das wäre ja langweilig. Ist doch viel spannender, wenn man ein Glücksspiel daraus macht. Ja, Glücksspiel macht alles viel spannender. Wir machen das nicht nur bei den Steuern so, sondern zum Beispiel auch bei den Gerichtsverhandlungen. Was? Gerichtsverhandlungen? Nani? Bei den Gerichtsverhandlungen? Das Urteil wird ausgewürfelt? Hm. Ja, klar. Wer Glück hat, wird freigesprochen. Ein Pechhund wird bestraft. Oh, da ist Sixtinius. Gleich beginnt die Zeremonie. So heißt er, Sixtinius. Das war's. Alter, das sind Mobs. Alter, ist das ein Witz? Die Steuern für diesen Monat werden wieder versechsfacht. So ein Mist, schon wieder eine 6. Wow, weh, aber da kann man nichts machen. Der Wuffel hat gesprochen. Dieser kleine Typ spielt hier mit gezinkten Karten oder Würfeln, eher gesagt. Das war also Sixtinius. Allem Anschein nach ist das nun schon der dritte Monat in Folge, dem in eine 6 fällt. Nee. Das kann doch gar nicht sein. Da mogelt doch irgendwer. Oi. Mag sein, aber beweisen können wir es nicht. Knöpfen wir uns doch erstmal dieses Oberorakel vor. Yes. Dieser Bau dort, den nennt man anscheinend das große Orakulum. Das ist Sixtinius vorhin, reingelaufen. Oder gegangen. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr weit. Oh, neue Einträge im MacBook. Nein, ich wollte eigentlich ins MacBook. Ups, das war LS. Genau. Hier. Oh, der sieht aus wie ein Schmied. Nee, eher wie ein Fischer. Oder jetzt sehe ich den Anker. Hier, Schnappschuss Spora Magna. Monster-Shooter. Mopsi. Also, großer Kubius, jetzt falle ich echt langsam vom Glauben ab. Von meiner mickrigen Lohn bleiben da doch nur vor lauter Steuern kaum noch was übrig. Ich bin total schockiert. Kann ich sehr gut nachempfinden. So ist das nun mal, der Wuffel hat gesprochen. Das ganze Volk muss eine Pechsträhne haben. Alles klar. Was ist das? Oh, die Zeit ist stehen. Shanti. Oh, Shanti. Das sind wieder Rechtschreibfehler. Ja, sehe ich doch. Langsam kapiere ich, wie MacBook funktioniert. Hoffentlich ist mein Bild diesmal besser geworden als vorher. Wir haben alles gemeinsam die Zelte aufgestellt. Ja, ihr habt euch eine Pause verdient. 1-1-11! Ich hab verloren, das werdet ihr noch bereuen, hier, nicht, das mag ich euch, das werdet ihr bereuen, ich weiß nicht mal, wie ihr heißt, wer seid ihr überhaupt? Das ist der Bandit, den wir verhauen haben. Der kommt aber spät, ne? Junge, kriegst bald nochmal einen aufs Maul. Pass auf, hier. Wow, wow, Unbefugte haben hier keinen Zutritt, wow, wow. Hi. Wir kommen in Auftrag von Nier, müssen etwas mit dem obersten Orakel Sixtinius besprechen. Nanda. Wow, wow, Sixtinius ist ein vielbeschäftiger Mautz. Er empfängt zurzeit keine Besucher. Wow, wow. Anno. Es ist aber dringend. Damida. Wow, wow, das spielt keine Rolle. Wow, wow. Na. Was sagst du dazu? Wenn wir die Würfel darüber entscheiden lassen, gewinnen wir, lässt du uns durch. Wow, wow, ihr wollt gegen mich würfeln? Wow, wow. Yush. Wow, wow, hört, hört, so soll es sein. Wenn ihr aber verliert, werdet ihr einen entsprechenden Preis bezahlen müssen. Wow, wow. Ho. Und mit Preis meinst du Geld, habe ich recht? Nun gut. Wow, wow, ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Wenn ihr euren Wetteinsatz beisammen habt, sagt mir Bescheid. Wow, wow. Was ist denn der Wetteinsatz? Und wie viel muss ich denn wetten? 1000 Gulden. Ja. Wow, wow, seid ihr bereit, das Spiel zu beginnen? Die 1000 Gulden, das könnt ihr von mir aus auch später noch bezahlen. Wow, wow. Ja, komm. Was sollen wir sonst machen? Wir haben ja keine andere Wahl. Das ist meine Quest. Wow, wow. Nun, dann lasst uns beginnen. Wow, wow.
Wow, wow, wir spielen schwarz und rot. Für dieses Spiel braucht man 3 Würfel. Wow, wow. Wow, wow, ich werde zuerst 2 Würfel werfen. Wow, wow, dann bevor ich den 3. Würfel werfe, müsst ihr wetten, ob die gesamte Augenzahl aller 3 Würfel 10 übersteigen wird oder nicht. Wow, wow, wenn ihr glaubt, dass die Summe der Augen 11 oder mehr betragen wird, sagt ihr rot. Glaubt ihr, dass sie 10 oder weniger betragen wird, sagt ihr schwarz. Okay. Okay. Wow, wow, es gibt jedoch eine Sonderregel. Fallen 3 Einser oder 3 Sechser, so kehren sich rot und schwarz um. Okay. 3 Einser zählen 3 Augen, aber gelten als rot. 3 Sechser zählen als 18 Augen, aber gelten als schwarz. Also schwarz ist niedrig, rot ist hoch. Nur bei 3, okay. Wow, wow, das ist alles verstanden? Die Regeln sind ganz einfach. Ja. Wenn die ersten Würfel günstig fallen, gewinnen wir auf jeden Fall. Ein Glücksspiel, bei dem die Bank im Nachteil ist. Das sind ein paar hübsche Würfel, die du da hast. Die sind bestimmt was wert. Damit. Wow, wow, hey, fort weg. Das sind heilige Würfel. Nur wir Orakolos dürfen sie verwenden. Okay, der wird mich bescheißen. Alles klar. Wow, wow, als das Spiel beginnt. Wow, wow, ich werf die ersten 2 Würfel. Hm. 6 und 1. Das ist eine 7. Und wer ist eigentlich... hieß 10 oder höher oder muss ich 10 oder niedriger? Also dann, eigentlich ist jetzt wahrscheinlicher, dass er eine hohe Zahl, also dass er drüber geht. Also rot. Nee, 11 oder mehr. Dann ist es 10 oder... Nee, ist eigentlich gleich. Ist genau gleich. Hä? Das ist ja voll die Verarsche. Ich kann nicht richtig sein. Also die Wahrscheinlichkeiten sind halt gleich. Ich kann natürlich richtig sein, aber ja, komm. Wow, wow, rot also. Gut. Wenn der letzte Würfel eine 4 oder mehr zeigt, habt ihr gewonnen. Weil 4, 5, 6, ne? Wenn er 4, 5, 6 würfelt, dann hat er gewonnen. Oder ich hab gewonnen. Und wenn er 1, 2, 3 würfelt, dann hat er gewonnen. Na, kleine Wichser, ey. Wow, wow, ich werfe jetzt den 3. Würfel. Wow, wow, 8 Augen, das bedeutet also schwarz. Wow, wow, ich hab gewonnen. Lass mich mal würfeln, Mann. Ich wette, da kommen nur 6 und 1 raus. Mano. Wow, wow, zu schade. Das war's? Wow, wow, wir können weitermachen, aber der Wetteinsatz erhöht sich. Was sagst du? Ich kann ja nicht. Toll, ich habe keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Ja, diesmal verliere ich nicht. Da kann ich nicht Nein sagen. Ja. Ui. Die typische JRPG-Logik, ne? Es gibt einfach Antwortmöglichkeiten, aber man kann nur ein Ja sagen. Sei besser vorsichtig. Yesha! Los, Evan, zeig's ihnen! Wow, wow, ich werfe die ersten 2 Würfel. Hoppala, wir haben 2 Einser. Das ist ein sehr günstiges Ergebnis für euch. Wow, wow. Wow, wow. Wenn ein dritter Eins fällt, ist das Ergebnis rot. Ansonsten schwarz. Worauf setzt du? Es ist egal, was ich nehme. Yush. Wow, wow. Schwarz also. Gut. Wenn der letzte Würfel eine 2 oder mehr zeigt, habt ihr gewonnen. Es ist eigentlich das Wahrscheinlichere. Wow, wow. Ich werfe jetzt den 3. Würfel. Wow, wow, oh, 3 Einser. Wer hat das gedacht? Damit kehren Rot und Schwarz sich um und das Ergebnis ist Rot. Wow, wow, ich habe schon wieder gewonnen. Ach nee. Ja. Aber es war so knapp. Ich glaube, du hast den Bogen raus, Evan. Nein, nein. Wow, wow, lassen wir es dabei bewenden. Wir können gerne weiterspielen, aber der Einsatz steigt natürlich. Okay. Roland greift jetzt ein. Bestimmt. Wow, wow, ich werfe die ersten 2 Würfel. Wow, wow, oh, ein 6er-Pasch. Damit stehen Rot und Schwarz schon wieder auf der Kippe. Wow, wow, wenn eine 3-6 fällt, ist das Ergebnis Schwarz, ansonsten Rot. Worauf setzt du?
Yush. Wow, wow. Rot also. Gut. Wenn der letzte Würfel etwas anderes als eine 6 zeigt, habt ihr gewonnen. Wow, wow. Ich werfe jetzt den dritten Würfel. Eine 6. Was für ein Wunder. Wow, wow. Unglaublich. 3 Sechser. Das bedeutet schwarz. Wow, wow. Ich scheine eine Glückssträhne zu haben. Verdammt! Evan! Er kann ja nicht ewig gewinnen, Evan. Nochmal. Yes. Ja, dieses Mal klappt es bestimmt. Nee. Lass es bleiben, Evan. Hä? Aber ich habe gerade ein gutes Gefühl. Yes. Wow, wow, dann ist das Spiel also vorbei. Ihr habt verloren und schuldet mir nun 10 Millionen Gold. Was? Ah? Was? 10 Mille? Der Einsatz war doch 1000 Gold. 10 Mille? Ist eine Mille? Ist eine Mille nicht? Nee. Ist eine Mille nicht 1000? Ich weiß nicht. Oh ja. Yeah. Was denn? Wow, wow, was denn? Ich habe euch doch vor jeder neuen Runde gewarnt, dass der Wetteinsatz steigen wird. Wow, wow, der Einsatz hat sich jede Runde verhundertfacht. Wow, wow, 1000 mal 100 mal 100, das machen nun mal 10 Millionen. Ah. Diese Summe ist eine absolute Frechheit, aber er hat uns tatsächlich gewarnt und wir haben zugestimmt, ohne genau nachzufragen. Demo. Aber so viel Geld haben wir nicht. Hm. Wow, wow, wenn ihr eure Schulden nicht sofort begleichen könnt, müsst ihr eben einen Kredit aufnehmen. Ein Kredit? Hat das was mit einer Krähe zu tun? Hm. Hm? Hm? Nigerarewasenzo. Kane kaese! Kane kaese! Kane kaese! Was machen wir jetzt? Wir konnten Sixtinius nicht treffen und jetzt sind wir auch noch verschuldet. Kane kaese! Hm? Ach, halt den Schnabel, dämliches Vogelfieh. Guckt euch mal um. Wir sind hier nicht die Einzigen, die so ein Geflügel an der Backe haben. Alter, da sind zwei. Na. Ah, bevor ich es vergesse, ist euch aufgefallen, wie merkwürdig sich beim Spiel vorhin der dritte Würfel bewegt hat? Nein. Das habe ich auch gedacht. Hä? Was? Ehrlich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mich nur aufs Ergebnis konzentriert. Hm. Ich vermute, dass sich in diesen Würfeln eine Art Mechanismus befindet. Oh. Ah, deswegen wollte der Orakelkerl mich seine Würfel nicht anfassen lassen. Von wegen, heilige Würfel. Wenn wir so einen Würfel in die Finger bekommen, dann können wir vielleicht beweisen, dass hier falsch gespielt wird. Na. Lasst uns mal unser Glück in den Casinos versuchen. Da die Casinos hier ja staatlich sind, kommen bei den Würfelspielen bestimmt die gleichen Trickwürfel zum Einsatz. Einverstanden. Einverstanden. Ja, das ist eine gute Idee. Oh. Ei, auf ins Casino. Kanikaze! Das Viech ist geil. I like. Das ist der Kredit. Ja, sehr schön. Gutes Wortspiel, vor allem da wir ja hier mit vielen Tieren zu tun haben, mit Katzen und Hunden und Mäusen und anderen Wesen. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass hier so viele Hunde sind. Aber anscheinend ist diese Casino-Stadt von Hunden bevölkert und die anderen sind halt Gäste. Gibt's dann auch nochmal eine extra Mausstadt? Also Katzbuckel wurde zwar übernommen, aber ne? Hallo. Einen Augenblick, die Herrschaften. Hier im Casino Sechs Augen ist Personen mit Krediten die Spielteilnahme leider untersagt. Hä? Oh, ach so. Na. Das dürfte kein Problem darstellen. Der junge Mann wird uns beim Spielen nur zusehen. Oh. Gut, einverstanden. Unser Haus ist sehr kulant. Ich wünsche einen unterhaltsamen Aufenthalt. Kulant. Ihr seid scheiß Betrüger. Eine ganze Stadt auf... Also das... Yes. Das ging ja gerade noch mal gut.
So sieht also ein Casino von innen aus? Ah. Wenn wir alle zusammenbleiben, erregen wir zu viel Aufmerksamkeit. Besser, wir teilen uns auf. Okay. Ich will nicht mit dem spielen. Was? Ich kann auch nicht mit dem nicht zocken. Oh, ich muss mit meinen Typis reden. Warte, aber da hinten ist noch was zum Einsammeln. Das will ich mir kurz holen. Die eine Frau mit der... Hier, genau, die da. Die sieht sehr interessant aus, weil sie so eine Augenklappe hat. Die sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Aber nee, ich muss gar nicht mit Rowland reden. Ich hab gedacht, ich muss mit Rowland reden, aber ich muss mit dem Typen hier reden. Die Wuffel im Casino? Ja, die sind eine Klasse für sich, was? Wenn ich solche Wuffel hätte, würden die Frauen auf mich fliegen. Leider ist das die gleiche Art Wuffel, die auch die Oraculus verwenden. Die kann man nicht einfach im Laden kaufen. Also schlage ich besser auf den Knopf. Also schlag sie besser aus dem Kopf. Gewöhnlich Leute wie wir können von sowas höchstens träumen. Okay. Du. Hallo, Lady. Ist das eine Katze oder ein Hund? Das ist ein Hund. Ja, ja. Sieht man an der Schnauze. Katze wäre ja anders, oder? Ja. Stammkunde. Ob mir hier im Casino irgendwas komisch vorkommt? Naja, die Kopiers scheinen wirklich unglaublich viel Glück zu haben. Auch wenn die Chancen wirklich günstig stehen, verliere ich regelmäßig. Ich muss unbedingt öfter zum großen Kubikus gehen und mein Glück aufpolieren. Jeden Tag. Nein, dreimal pro Tag. Alter, die Typen sind echt Idioten. Vor allem, das ist ja erst seit kurzem so, haben die ja gesagt. Also, ne, ist ja dreimal hintereinander. Oder vielleicht so abgekatert, dass dann irgendwann mal wieder eine 1 kommt, damit die Leute nicht ausflippen. Und bis jetzt nehmen sie es ja noch ziemlich sportlich, dass dreimal hintereinander 6-fache Steuern sind. Manchmal macht ein ausländischer Tourist hier Zirkus, von wegen die Wuffel seien gezinkt, aber das ist völliger Unsinn. Das hier ist schließlich ein staatliches Casino. Wuff, wuff. Und die in Goldorado sind die Wuffel heilig. Da wird doch niemand faul falsch spielen. Das wäre ja Verrat am großen Kubikus. Buff, buff. Man sollte seine Niederlagen mit Würde tragen und nicht anderen die Schuld geben. Buff, buff. Yes. So, das sollte erstmal reichen. Hoffentlich haben die anderen was Nützliches herausfinden können. Kann ich jetzt zocken mit den anderen? Zacken! Oh, Soran ist nicht da. Wo ist denn der geblieben? Wie ich es mir gedacht habe. Die Kopiers in diesem Casino benutzen tatsächlich die gleichen Würfel wie die Oraculus. Oraculus. Hm. Also mogeln sie wahrscheinlich auch. Oh, was? Zum... Aha. Und wie die hier mogeln. Darauf schwöre ich jeden Eid. Du bist ein Idiot, Soran. Kanikaze! Alosa! Ich glaube, Spinne, du hast dir ernsthaft so einen Vogel aufbrummen lassen? Naja, ich habe mich wohl ein bisschen von der Stimmung hier mitreißen lassen. Nein, nein. Ja, Leute, deswegen kein Glücksspiel. Glücksspiel ist schlecht. Ja, sowas darf sollte man nicht machen. Na, wie viel Miesen hast du gemacht? Ha? Nee, nicht viel. Bloß ein paar, ein Gentleman redet nicht über Geld. Ach. Mein lieber Typ, stell dir den Kopf auch nur, damit es nicht in den Hals regnet. Egal, ich habe was Wichtiges, das ich euch zeigen muss. Aber besser nicht hier. Lasst uns woanders hingehen. Gut, lasst uns am besten eine Herberge suchen. Da sind wir ungestört. Alles klar? Jetzt haben wir schon 2 von diesen komischen Krähen. Oder Krediten, eher gesagt. Wortspiele, ich mag Wortspiele. Alles klar. Nee, wir sind jetzt aber auch am Ende. Ja? Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, wir haben ein bisschen Glücksspiel gemacht und haben einen kleinen Kredit, beziehungsweise 2 mittlerweile. Und ja, müssen jetzt irgendwie gucken, was die Falschspieler hier für Tricks haben mit den Würfeln. Wie immer hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis zum nächsten Mal, euer Schulzmann.